Eigentlich wollen immer alle nach oben. In Augsburg ist das anders. In Augsburg wollen viele nach unten, weg von Pracht und Eleganz, rein in die Unterstadt. Dorthin, wo früher die kleinen Leute wohnten. Was wohl so Besonderes ist da unten? Nippes und Antikes, die Welt von Brigitte Preißler. Läuft ja gut. Ja, macht mir immer Spaß, das zu spielen. Das ist einfach Nostalgie pur. Die Münchnerin war mit ihrem Geschäft auch schon in der Oberstadt, wo das Geld residiert. Aber sie will hier unten bleiben. Die Menschen sind anders, die hetzen nicht, die gehen und schauen und bummeln. Oben in der Neustadt, da ist mehr Gehetze, weil da rennt man von Kaufhaus zu Kaufhaus. Aber hier ist noch die Gemütlichkeit. Zur 2000-Jahrfeier 1985 wurde das einstige Glasscherbenviertel hergerichtet. Einiges ist schicker geworden, anderes verschwunden. Aber nicht die Bosna-Stube, eine Augsburger Institution, geführt von Maria May. Das ist bulgarische Spezialität. Seit 41 Jahren schon in Augsburg. Das heißt, die erste Besitzer hat das aus Bulgarien mitgebracht, in die Bosna-Stube. Das ist die ganze Geschichte. Und Sie kriegen jetzt die Spezialscheibe. Die Super Jaguar. Eine Geheimpaste, Zwiebeln und Wurst. Und da kommt noch ein bisschen Gewürz. Höllisch scharf. Milder ist das Original, die Bosna. Am beliebtesten die mittelscharfe Jaguar. Ich krieg einen Jaguar mit viel Zwiebel, aber ohne Ketchup. Aber ohne Ketchup. Das ist klar. So wie immer. So wie immer. Genau. Wie oft essen Sie denn? Je nachdem, wann ich Zeit habe, wenn ich in die Stadt reinkomme. Das ist vegetarisch schon. Seit über 40 Jahren. Ja. Ich kenne den Vorbesitz eigentlich noch. 41 Jahre. Genau. Wir sind Stammkunden. Warum kommen Sie immer wieder? Weil die einfach gut schmecken. Weil die gut schmecken. Es gibt keine besseren wie hier. Ja, genau. Haben Sie den schon mal gegessen? Nein. Dann guten Appetit. Der brennt nämlich dreimal. Ist gut, gell? Der ist schon heftig. Entfacht das innere Feuer. Okay, danke. Dankeschön. Dein Gesicht, der Augen und auch meine Stammkunde. Und reicht ihn ein. Wie Wasserkraft hat Augsburg groß gemacht, weil sie den Goldschmieden, Gerbern, Glasern, auch der Glaserei Stör, Energie geliefert hat. Denkt so war das früher. Und so müssen wir jetzt denken, da ist es zum Beispiel so Stein. Und da haben wir dann praktisch da an dem Stein runter, vorsichtig, so wie, also ich bin kein Holzglasschleifer. Wissen die Holzglasschleifer, die haben das in viel besser angekriegt. Wir haben das halt früher ein bisschen primitiver gemacht. Die Maschine läuft einwandfrei. Ja, und die Maschine ist jetzt alt. Puh. Wann ist die hergekommen? Ich schätze 1940. Also praktisch 67 Jahre ist die Maschine alt und geht immer noch. Der Maler ist längst ausgezogen, auch der Sattler. Die Räume wurden zu klein für große Maschinen, der Lärm zu laut für die Nachbarn. Und Handarbeit wurde den Kunden zu teuer.
Die Handwerker verschwanden aus der Unterstadt. Die Glasschleiferei Stör hat trotzdem durchgehalten und geht in die nächste Generation. Eigentlich wäre der Senior Werner Stör doch jetzt alle Sorgen los. Und vor allem ist es so, bei uns ist ja auch die Schwierigkeit noch mit den Parkplätzen in der Altstadt. Wir sind wohl ein altes Geschäft, aber da waren die Damen schon bei mir da, sagen Sie, Herr Stör, ich sag's Ihnen gleich, Sie kriegen wieder einen Strafzettel. Oder Sie bauen Ihre Maschinen aus und auch ab und gehen nach da hinaus, Stäßling oder sonst wohin. Sag ich, ihr stellt euch das so leicht vor, habe ich gesagt. Da ist, das ist fast Denkmalschutz da drin, sag ich. Die Transmission ist da, alte Maschinen. Weil wenn ich die abbaue, wo kann ich die aufbauen? Und das ist halt die Schwierigkeit in Augsburg. Und leichter nehme ich jetzt in Kauf, dass ich hier und da einen Strafzettel kriege. Mit dem muss ich leben. Der junge Berthold Brecht kehrte seiner Heimatstadt frustriert den Rücken. Rote Skulpturen mit seinem Profil zeigen, wo er damals oft war. Sein Stammlokal, natürlich in der Unterstadt, bei den kleinen Leuten. Okay. Bin's durch. Aber bitte erschrecken Sie nicht, wenn ich in Ihre Maus oder Spinnweben. Seit Jahrzehnten steht es leer. Die Besitzer lassen es verfallen. Majib hätte in Syrien zum Militär gemusst. Ich bin ja geboren in Damaskus, Altstadt, weißt du? Das ist genau wie hier. So kleine, diese Steine. Fühlst du dich fast wieder heim? Ja. Ich kann fast alle Leute, weißt du? Die sind gut. Extra die Omas. Die sind super. Erst die Platte zerreißt, das wollen wir. Ich muss jetzt vor die Herren essen. Und die schwören, Majib macht die besten Falafel der Stadt. Am Rand der Unterstadt, wo der Verkehrslärm lauter wird, reihen sich entlang des Stadtgrabens kleine Gärten, Oasen in der Stadt. Kein Wunder, dass Elke Geislinger sich vor 30 Jahren hier niedergelassen hat. Früher war das gar nichts. Das war ja, das gehört ja auch der Stadt da hinten. Das. Und da war ich schon Vorreiterin so ein bisschen. Dann sind nach und nach sind dann die anderen auch gekommen und haben das schöner gemacht. Und im Frühjahr, muss ich sagen, ist es hier ein Traum. Ein wunderschöner Traum.